Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie eine Seite mit News oder mit Aktuellem konfigurieren und in der Darstellung verändern können. Dazu ist es wichtig zu wissen, bei den News gibt es immer zwei Seiten, nämlich diese Übersichtsseite, bei der wir hier links ein Bild haben, ein entsprechendes Datum natürlich, der Titel der News und der Text der News oder ein Teil des Textes der News und die weiteren News. Wenn ich draufklicke auf eine News, habe ich eine weitere Seite. Da habe ich dann natürlich das Bild, das ist dann größer. Ich kann, wenn ich will, sogar das Bild vergrößern, indem ich da draufklicke, je nach Konfiguration. Hier ist natürlich auch noch mehr Text. Der Text kann noch länger sein und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Text und Bild zu platzieren. Um diese Seite zu konfigurieren, machen Sie Folgendes. Sie gehen auf die Übersichtsseite, Sie gehen auf Seite ändern, hier unter diesem Seitenmenü. Wir haben dann den Tab Konfiguration und unter Konfiguration sehen wir zwei Konfigurationseinträge, nämlich List und Page. List ist die Übersichtsseite, die Auflistung der News und Page ist die einzelne Newsseite selbst. Hier können wir bei List zum Beispiel die Größe des Bildes verändern, indem wir hier auf Image klicken, auf Resize klicken und hier haben wir jetzt die Bildgröße, die derzeit ausgegeben wird, 220 auf 120. Gehen wir zum Beispiel 300 mal auf 200 und hier haben wir noch ein Pop-up, das heißt, wenn man auf das Bild klickt, wird das Bild vergrößert. Ich schalte das jetzt mal ab. Wir gehen auf Speichern und zurück und wir haben jetzt größere Bilder. Und wenn man jetzt auf das Bild klickt, habe ich kein Pop-up, sondern ich komme direkt zu der News. So einfach ist es eigentlich, die Bildgröße zu ändern. Die Bildgröße hier ist deswegen ist so eingerichtet, dass sie immer, dass jedes Bild 300 x 200 Pixel zeigt, so dass die Bilder immer ausgeschnitten werden, ganz genau aus dem Ursprungsbild, aus dem Quellbild, das Sie hochgeladen haben, sodass diese Bilder immer sauber, einheitlich in der gleichen Größe sind. Das gleiche gilt auch für diese Detailseite. Wir können hier auch nochmal auf Seite ändern gehen. Wir gehen nochmal in die Konfiguration und ich kann jetzt hier an dieser Stelle zum Beispiel das Bild kann ich an verschiedene Positionen stellen. Es ist jetzt links, also left. Ich kann es in Center umbenennen und dann steht es zwischen dem Titel und dem Text oder ich könnte es auch in Right umbenennen, dann steht das Bild auf der rechten Seite. Gehen wir nochmal auf Center und wir können hier die Größe auch noch mal ändern. Klicken wir mal 500 mal 500 und gehen auf Speichern zurück und sehen, jetzt haben wir ein quadratisches Bild. Das Quadrat, das Bild ist gecentert, also mittig eingemittet zwischen dem Titel und dem Text. So kann eine News natürlich auch aussehen und ich kann hier auch wieder draufklicken und das Bild vergrößern und das kann man auch abstellen oder man kann das auch verändern. Ich gehe nochmal auf den Ändern-Bereich. Wir haben hier bei diesem Bild das Pop-up. Das kann ich hier enablen, also einrichten oder abstellen. Und ich kann hier auch die Resize-Größe, die Vergrößerungsgröße des Pop-up-Bildes verändern. Ich könnte das Bild auch nur 800 x 800 Pixel groß werden lassen. Ich gehe auf Speichern und zurück. Wir kommen auf dieses Bild und jetzt ist es ein quadratisches Bild, das hier jetzt angezeigt wird mit 800 x 800 Pixeln. So kann man Seiten konfigurieren. Das gilt natürlich nicht nur für die News zu konfigurieren oder die Seite des Teams mit den entsprechenden Bildern. Die kann man auch entsprechend konfigurieren. Das ist grundsätzlich alles problemlos möglich. Einfach auf Seite ändern gehen und dann in die Konfiguration, um dort in der Konfiguration dann die entsprechenden Werte abändern.